caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Moin Leute, hier zurück bei Destiny. Es geht hier um diese Waffe hier, und zwar in der exotischen Ausführung, und zwar die Quostorf 7G02. Sie heißt dann aber, wenn die exotisch hat, 7G0X. Entweder zerlegt ihr jetzt diese Waffe, die habe ich damals behalten, nach der ersten Mission habe ich die gleich in den Tresor gepackt. Also entweder zerlegt ihr diese Waffe, dann bekommt ihr den Bauplan, oder ihr geht in die verseuchten Lande auf die Patrouille und fahrt dann ganz bis zum Anfang von allem, also sozusagen zur ersten Map zurück. Das ist natürlich ein bisschen ein beschwerlicher Weg. Und dafür braucht ihr, auch wenn ihr diesen Weg angeht, braucht ihr noch was anderes, und zwar braucht ihr dieses Relais. Ich zeige es kurz, dieses Relais braucht ihr, Splicer, Überwachungsrelais, wenn ihr da hinfahrt, sonst kommt ihr nämlich nicht weiter, weil es nicht eine Barriere, dann müsst ihr das Ding einsetzen. Dieses Relais bekommt ihr bei den Brutmutter-Hexen in den verseuchten Ländern, einfach abschießen, dann droppt entweder so ein Überwachungsrelais oder solch einen Schlüssel. Deswegen fahrt dann dahin und dann geht's los. Ja, also geht zur Patrouille, verseuchten Lande, und dann fahrt ihr los. Das zeige ich gleich direkt. Bis gleich. So, los geht's. Direkt Startpunkt bei der Patrouille. So, die Fahrt dauert ein bisschen länger. Ich vorsprung mir jetzt nicht, wenn ein Blablabla dazu machen. So, ich fahre jetzt einfach durch. So eine Brutmutter kommt ab und zu auch hier gespawnt. Das ist immer sporadisch, ne? Wie gesagt, ihr braucht unbedingt den Relais-Schlüssel. Wenn ihr den nicht habt, dann braucht ihr gar nicht losrennen, weil sonst steht ihr nämlich vor der Barriere und kommt nicht weiter. Weil ihr müsst ihr dann nicht einsetzen. So, ihr geht nämlich durch hier. Der Weg ist ein bisschen schwieriger, weil ja, ist ein bisschen verzweigt alles und so. Deswegen muss man mal gucken, ob ich den überhaupt richtig laufe gleich. Kann nicht sein, dass ich komplett gleich den falschen Weg laufe. Ihr müsst auf jeden Fall zur Kluft kommen, dann weiter durch die was ist denn das hier? Barriere oder Mauer? Prinzipiell sollte man den Weg eigentlich auch gut schaffen. Aber es geht ja auch um eine schöne Waffe, deswegen müsst ihr das einfach auf euch nehmen und das zocken, sonst ist nicht das Blöde an der ganzen Sache, dass ihr dann die Waffe habt. Ja. War das hier richtig? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon, oder? Ja, ist auch richtig. Wie gesagt, ist halt im Moment Zockerei ohne Ende. Ich habe auch wenig geschlafen. Raketenbasis ist schon mal richtig. Ich habe so gut wie nicht geschlafen. Und bin voll im Eimer. Viele Videos gemacht. Fehler reingebaut in die Videos ohne Ende. Aber so läuft das Leben, naja. So. Der Weg ist schon mal richtig, das ist schon mal fein. Oh, jetzt lädt es erstmal eine Runde hier. So, mein Tagesziel habe ich gestern mal erreicht, 350. Heute gehe ich Richtung 360 und dann mache ich aber den zweiten Start ready. Mann, wie fahre ich eigentlich, ey? Oh. So, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ich bin doch gut mit dem Sparrow durchfahren hier und den Weg und zurücklegen, so wie ich das mache. Hier läuft. Muss aufpassen, dass nicht wieder abgeschossen werdet. Aber gut, wenn nicht war, das ist eine schwere. Ja, das fängt ja gut an. Okay, da hätte ich mich auch nicht mehr machen können. Egal. So, weiter geht's. Wo fange ich an? Da, gut. Ja, ist eine Live-Aufnahme, ne? Was wollt ihr erwarten? Passiert halt. Pech gehabt. Oh, komm schon. Also vom Acker hier. Ich habe euch gar nicht gesehen im Video, dass sie rumrennen hier. Ich bin falsch auf dem Bogen. Wow. Also müsst ganz durchlaufen. Da sind natürlich auch ein paar Gegner. So, jetzt müsst ihr euch rechts halten. Ja, ist klar. Wieso kommen jetzt auch mal so viele Einheiten hier? Ihr müsst halt ganz rausrennen, ne? Ganz zum Anfang des Spiels sozusagen. Hier ist auf richtig gelaufen. Gut, nicht. Alter, was ist hier los? Wollen die von mir? Wo geht's denn nochmal raus? Da oben? Da oben, ne? Komm. Nee, da auch nicht. Da irgendwo. Hier. Oh Mann. Muss nur kurz den Weg finden, sorry. Da hinten durch. Ah, da hinten euch. Scheiße, bin falsch gelaufen.
Ja, passiert dem Besten. Hä? Auch nicht? Oh Mann, ey. Ja, wo geht's hier jetzt raus? Ich muss hier rauskommen. Wo ist hier der Weg nach draußen? Halleluja. Ja, ich muss jetzt erstmal suchen. Ja, ist Live-Aufnahme, ne? Passiert. Ist die Vorspulen. Ist doch nicht. Da ist noch eine Brücke, da ist noch eine Brücke. Ach, da oben, alles klar. Da war ich doch richtig, wir müssen doch an der Ecke laufen hier. Ah, hier. Ja, hier ist so der Spreizer. Hier müsst ihr das Relais einsetzen. Wenn ihr das Relais nicht habt, dann habt ihr die Arschkarte. So, eingesetzt. Los, mal aufstehen. Mehrschichtige Firewall-Matrix. Quantumschleifensperrende Kodierung. Überkomplexe. Taktische Verriegelungsprotokolle. Ein Boah. Witz, wir sind drin. Ja, geil. Ja, weiter geht's. Ja, sorry dafür, dass ich mich gerade Die Daten, verhakelt die habe du da, aber gesammelt hast, haben etwas mit einer Art so ist es Arbeitsauftrag halt zu immer. tun. Material, Arbeitskräfte. Die Spleißer wollen ihre Catch mit Sieber aufbessern. Das Ganze wird von einem Servitor überwacht. Ich schlage vor, ihn zu Schrott zu verarbeiten. Okay, also der Servitor ist da oben im Schiff drinne. Den muss man gleich kaputt schießen. Und dann läuft das auch. Irgendwie am Schieß auf mich. Ich muss erstmal kurz meine Galahorn aufladen. Gala Gala, oh. Also kämpfen muss man ja auch gleich ein bisschen. Ach, die schießen die ganze Zeit. So. Ach komm hier. Jetzt hier rum hier. Zack, da, fertig. Schießen wir noch rum. Da ist der Pilotenservitor. Kaputt schießen und gut ist. Kennt natürlich ein bisschen mehr aus. Bewacht ja auch den Bauplan, ne? Ach, das reicht. Der hält echt ganz schön was aus. Mann, Mann, Mann. Hoho. So. Ein Servitor weniger ist immer gut. So, da ist die Kiste. Da ist der Bauplan drin und dann geht's gleich weiter. Bam, fast auf 7G Bauplan. Sehr schön. Freut mich. Ja, wie sagen, geht's gleich weiter. Ich muss aber jetzt erstmal, wo sie hin? Steht da schon irgendwas? Noch nicht, komisch. Wo ist der Bauplan? So. Gut, dann muss ich glaube ich erstmal zu Zero hin. Das sehen wir gleich. Die Quest habe ich nun bei Shiro 4 abgeholt und sie sieht jetzt so aus, dass hier sammle Seiten und Teile ein, finde Handbuchseiten und Kowostorf-Teile auf Patrouille in den verseuchten Landen. Also ihr müsst natürlich dann wieder Patrouille in den verseuchten Landen gehen. Ganz einfach. Handbruchseiten droppen hier zufällig die 10 Stück und Kowostorf-Teile finden. Das ist ein bisschen komplizierter, das zeige ich dann anschließend. Aber jetzt gehen wir erstmal die Handbruchseiten finden und ja, wie gesagt, ihr müsst einfach Einheiten hier abschießen und dann droppen hier zufällig. So, hier liegt das schöne Stück Seite. Also ihr müsst einfach so eine Gegner hier erwischen und dann droppen die einfach. Dann habt ihr so ein Quastorf-Handbuch. Ich habe schon 6 Stück, gleich geht's weiter und bis gleich. So, die 10 Bucheinträge habe ich jetzt alle gefunden. Hat ein bisschen gedauert, aber es funktioniert. Jetzt muss ich hier noch die Quastorf-Teile finden, und zwar 3 an der Zahl. Das macht ihr natürlich wieder hier Patrouille, verseuchte Lande. Dann müsst ihr Richtung erstmal Richtung gleiche Chose fahren wie am Anfang, wo ihr dann das Relais einsetzt. Sprich da hinten durch. Dann gibt es 2 Teile in einer Nähe, da hinten bei der Raffinerie. Das zeige ich jetzt als erstes, glaube ich. Und dann gibt es eins noch hinten in Dock 13 oder bei Dock 13. Gut, der Weg ist ein bisschen beschwerlich, ne? Läuft ein bisschen lang und so, aber dafür lohnt sich das. Deswegen macht es auf jeden Fall. Warte mal, falsch gelaufen. Haha, da müssen wir lang.
Ja, es war bestimmt gerade eine verwirrte Drehung, aber es passiert. So, Schmiede 13 ist immer der Anfang. Dann muss ich mich jetzt hier erstmal rechts halten. Verdammt. Muss ja erstmal zur Raketenwarte gerade sein. Vielleicht halt mal wieder falsch, was ich gesagt habe. Und in der Raketenbasis sei dann rechts halten. So. Ignoriert die Gegner einfach durch, wenn gut ist. Das ist immer der gleiche Weg. Den müsst ihr eigentlich auch so merken. Ihr müsst ja mehr oder weniger dreimal laufen am Anfang und zweimal für die Teile. Auf dem hier. So, hier ist die Raketenbasis. So, jetzt fahre ich da hinten hin. Das erste Teil ist nämlich bei so zwei glühenden Stäben. Mal gucken, ob ich das alles so auf Anhieb finde. Ich hoffe mal schon. Autsch, da fahre ich nicht runter. So. Mal durchfahren, wenn es denn klappt. Das kennt ihr hier aus der Höhle der Teufel, der gar nicht war. Servitor, so. Mach Höhle der Teufel auch, weiß gar nicht. So, das Teil liegt hier, wird auch schon angezeigt. Das ist das erste. Ist auch da unten. So, dann geht gleich direkt weiter. Müsst ihr dann zum Krater gehen, da wo immer der Läufer anfängt oder wo er steht. Und das ist das andere Teil. Und das dritte zeige ich dann später. So. Da ist auch schon angezeigt. Ganz easy, da liegen die Teile. Das wird erstmal angeschossen hier. Lass das. Alter, lass mich in Ruhe. Oh, ich komme hier weg. Ja, toll. Naja, so endet die Aufnahme. Dritte Teil sehen wir gleich. So, jetzt fahren wir direkt los, das dritte Teil holen. Das ist Dock 13. Weg ist eigentlich bekannt. Ihr könnt natürlich auch gleich alles verbinden irgendwie und dann vielleicht da auch vorne schon abkürzen. Dann einfach, wenn ihr die anderen beiden Teile habt, schon mal umdrehen und dann weiter zu 13 fahren. Ich zeige es trotzdem noch vom Anfang an, weil es kann ja auch ein bisschen verwirrend sein. Selbst ich laufe ab und zu noch hier falsch. Aber dann geht es nämlich gleich weiter mit der dritten Phase der Quest. Und zwar noch einen Gegner besiegen und mal schauen, wie es wird. Das ist alles eine Live-Aufnahme, ne? Also ich spiele hier und nehme auf und rede und bla bla und so. Das ist halt natürlich alles mit Outtakes und allen anderen Kram behaftet, deswegen verzeiht mir blöde Fehler. Aber das ist halt. Nachsynchronisieren mache ich nicht. Das ist total peinlich. Oder auch nicht. So, einfach hier durch. Dann kommt gleich Raketenbasis, dann links halten, dann durch die Kluft, dann sind wir schon fast da. Also eigentlich ist der Weg jetzt mittlerweile, kann ich ihn aus dem Kopf, also. Das läuft schon auch, jetzt lädt er irgendwas. Okay. Jetzt hat schon ein Spielstütz wieder ab. So. Wir haben den Sparrow hier, dann geht es ein bisschen schneller. Wupsi, 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 oder auch nicht. So, jetzt mal weggefahren hier. Alles verseucht jetzt hier. Upsi, vielleicht knall ich kaputt hier. Aber der Sparrow sieht auch richtig schön aus. Also hat richtig was. Okay. Vielleicht bin ich tot.
Aber ich rette mich noch, Gott sei Dank. Gut, die Wegfindung war gerade vielleicht nicht gut zu sehen, aber sollte reichen. Wie gesagt, hier ist der Anfang, wo ihr dann das Schiff kriegt zum Beispiel auch in der Mission. Und hier ist Teil schon angezeigt, hier unter der Treppe. Hier ist die Tür auch zu, hier ist Dock 13, da unten liegen die letzten Teile mitgenommen. Und dann haben wir das im Questpart schon mal erledigt. Und jetzt müssen wir zurück zu Shiro und dann geht's weiter. Da sieht man es, wir haben ein Gewehr gefunden, zwei, sprich mit Shiro. Sprich mit Shiro 4, ja. Werden wir direkt machen, bis gleich. Wir Suche anfangen könnten. Beim Scannen der Koordinaten musste ich lachen. Wir kennen sie nämlich. Tja, die Aufnahme ist eben abgebrochen. Na, passiert. Toll. Wie läuft es wieder? Los, komm, lade. Ungeduldig ist blöd. Letzte Part hier. Neue exotische Waffe, kann gleich wieder ein bisschen rumballern damit. Und wie die ist kacke. Was ist jetzt los? Hä? Jetzt höre ich wieder was. Okay, komisch. Es scheint, als sei es erst gestern gewesen, dass wir mit den Gefallenen um dieses rostige alte Schiff gekämpft haben. Und nun brauchen wir nur ein kleines Stück Metall. Also durchbashen oder müssen wir hier verteidigen oder was? Hier ist auch was angezeigt. Musst du wissen, was du schon gespielt. Gott sagen, das hast du schon gespielt. Ich registriere Spuren eines Benzinlecks an einem Arcadia-Sprungschiff und verblasste Äther-Emissionen eines gefallenen Archons. Okay. Aber keine Spur von einem Schlagbolzen. Gehen wir mal nach draußen. Das gut hier noch mal rein. Ah, super getroffen. Bist sicher, was mittlerweile? Ich habe wirklich lange nach dir gesucht. Unseren ersten Tag hier werde ich nie vergessen. Da haben wir es. In der Nähe befindet sich ein gefallenen Captain und er hat einen Schlagbolzen. Ich wette, er hat ihn einfach in den Haufen Schrott geworfen und weiß gar nicht, was er da hat. Dieser Captain benutzt einen starken Siegerstamm. Es wird schwer sein, ihm den gar auszumachen. Gönn ihm keine Verschnaufpause. Was da hin? Alter. Okay, eine Synthese einsetzen. Das muss auf jeden Fall näher ran, sonst beamt er sich immer weg. Das ist ja schon mal ein bisschen nervig. Gib mir ein Waffenteil. Wo ist er jetzt schon wieder? Da ist er. Alter, wie er sich wegfühlt. Da hinten. Hier war ganz schön was aus. Wer beschießt mich hier? Wie? Okay, egal, warte. Ich habe sein Signal wiedergefunden. Es treten Sievermilben aus ihm aus. Alter. Muss tief in den verseuchten Landen gewesen sein. Zumindest können wir dadurch seine Spur aufnehmen. Spur aufnehmen wäre ganz gut.
Spur aufnehmen. Wo ist er hin? Reingelatscht da hinten. So. Uiuiui. Guck mal, Super ist auch ready. Hast du Hammer oder hast du Bubble? Ich mach gleich mal einen Pfeil dahin. Dort drüben. Bring mich näher an diese Siva-Wolke. Noch eine. Er hinterlässt definitiv Milben. Folgen wir der Spur. Boah, was ist hier los? Hüter gefallen. Boah. Alter. Wo ist das Schiff? Nirgendwo. Ich erinnere mich an diesen Raum. Und irgendwo hier ist er. Sei vorsichtig. Sehe ich ein Schiff kommt? Sehe mich keins. Da ist er. Er wird von den Servitoren abgeschirmt. Lass ihn nicht entkommen. Aha. Echt, das ist schwierig hier alles. Oh, 53 Sekunden, ey. Scheiße. Wo ist denn jetzt hin? Ist bei dir oder was? Ich sehe nichts. Boah, was ein Match hier. Von wegen einfach und so. So. Ah, war schon zwei überzeugt. Gut. Nicht schlecht. Wo ist der Penner? Wo ist denn der Penner jetzt da hinten? Wo ist der?
So, runtergeschossen. Ja, Muni mehr. Geil. Güter gefallen. Oh oh. Ich sehe ihn gar nicht. Ach, weg ist er. So. Eigentlich schon, ja, da ist es. Bam. Ich schalte den Eisentempel dazu. Chiro, wir haben den Schlagbolzen eingefügt. Die Waffe sieht in meinen Scans spektakulär aus. Großartige Arbeit. Gut zu wissen. Und du hast direkt eine Gelegenheit, sie zu benutzen. Eine Gruppe Gefallener strömt aus der Catch auf die Straße. Wir sind dabei. Stellen wir sie einem alten Freund vor. Geht's weiter? Ich halte mich immer noch für einen Glückspilz, dass ich noch einmal durch Altrussland geflogen bin. Wäre ich nach Süden statt nach Norden geflogen, hätte es wohl noch Jahre gedauert, bis wir uns getroffen hätten. Aber wir haben es geschafft. Wir haben das Schiff zum Fliegen und dich zurück in die Stadt gebracht. Und überleg nur, was wir seitdem schon alles zusammen erlebt haben. Muss ich überhaupt hin? So, ich versuche das angezeigt. Einfach durch. Gefallen. Oh. Oh, jetzt muss ich noch nachladen. Ja, lad mal nach, Junge. Schön nachladen. So, jetzt habe ich nochmal rein hier und dann ist gut. Oh, da kommen noch welche. So, kann ich jetzt endlich scannen? Wo müssen wir hin? Hey, sieh dir mal diesen Ausblick an. Können wir da kurz hin? Genieße die Aussicht. Hol dir mal ein Netzwerkkabel, echt jetzt. Jeder Geist wird mit dem Wissen geboren, dass er seinen Hüter finden muss. Doch wir haben keine Vorstellung davon, wie sie aussehen könnten. Dein Inneres kannte ich aber schon immer. Und ich wusste, dass wir zusammen mehr sein konnten. Wenn du dir vor Augen führst, was wir alles gesehen und getan haben, dann fühle ich, dass ich
die richtige Wahl getroffen habe. Wir sollten Shiro sagen, wie es da draußen lief. Ihn sein Werk bewundern lassen. Und danke. Du weißt schon. Dafür, dass du mein Hüter bist.